Apple Music zeigt nach einer längeren Pause in Zukunft wieder Live-Konzerte. Den Auftakt der neuen Staffel bildet eine Live-Show mit Ed Sheeran. Der englische Sänger präsentiert ab 10. Mai sein neues Album auf Apple Music und Apple TV Plus, in dem er offen über seinen Kampf gegen Depressionen singt. Die Show wurde im Event im Apollo Theater in London aufgezeichnet. Das Album heißt Subtract und wird beim Apple-Exklusiv-Streaming erstmals komplett aufgeführt.